Mit diesem PV-Speicher will EcoFlow den deutschen Heimspeichermarkt aufmischen. Seine technischen Feinheiten kannte ich als Batterieentwickler eigentlich nur aus E-Auto-Batterien. Integrierte Brandschutzmodule, eine aktive Heizung, Wasser- und Schlammschutz, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten, mit State-of-the-Art LFP-Zellen, mit Notstromversorgung, modularem Aufbau und vielem mehr. Hi, ich bin Tom, Chemiker mit Spezialisierung auf Batterietechnik und ich stelle euch heute EcoFlows Power Ocean im Detail vor. Damit das gleich geklärt ist, dieses Video ist in Kooperation mit EcoFlow entstanden und sie haben mich gebeten, euch das System vorzustellen. Ich habe mich aber vorher intensiv über die Erfahrungen vieler PV-Experten mit EcoFlow informiert, Installateure nach ihrer Meinung gefragt, die Entwickler bei EcoFlow mit Fragen gelöchert und mich sehr viel damit beschäftigt, sodass ich es euch jetzt guten Gewissens vorstellen kann. Legen wir gleich los! Das Power Ocean System ist modular aufgebaut und man kann die Speicherkapazität beliebig von 5 Kilowattstunden auf bis zu 60 Kilowattstunden erweitern. Eines dieser Module hat 5 Kilowattstunden, wir haben hier zwei Module verbaut, also in unserem Fall sind das 10 Kilowattstunden. Man könnte jetzt mit dem mitgelieferten Wechselrichter noch ein Modul in das Pack einbauen und dann drei dieser Packtürme nebeneinander aufstellen und die speicherbare Energie so auf 45 Kilowattstunden erhöhen. Mit dem größten Wechselrichter, dem Power Ocean Plus, kann man bis zu 4 Packs kombinieren, sodass man es auf maximal 60 Kilowattstunden erweitern kann. Das ist dann zum Beispiel für Kleinbetriebe oder Landwirte interessant, für die meisten Privathaushalte aber eher überdimensioniert. Man kann sich auch erstmal ein oder zwei Module holen, wie wir, und dann noch Jahre später neue Module einbauen, wenn man will. Da die alle unabhängig voneinander laufen, ist das kein Problem. Zu dem Batteriepack wird wie gesagt auch der Wechselrichter mitgeliefert, der den Speicher ganz automatisch auflädt, wenn die Sonne scheint und eure PV Module Leistung abgeben und den Speicher entlädt, wenn eure PV-Module euren Stromverbrauch gerade nicht abdecken können. Man kann zwischen verschiedenen großen Wechselrichtern entscheiden, je nachdem wie viel PV-Leistung man auf dem Dach hat und wie viel Notstromleistung man benötigt. Der bei uns verbaute Hybridwechselrichter erlaubt 12 Kilowatt PV-Einspeisung, mit dem größten Wechselrichter sind mit dem System sogar bis zu 29,9 Kilowatt möglich. Je nachdem ob ihr ein, zwei oder drei Module habt, mit dem Standardwechselrichter beträgt die Ausgangsleistung des Packs 3,3, 6,6 oder 9,9 Kilowatt. Es gibt auch eine DC-Retrofit-Lösung, das heißt, man kann die Batterie mit Wechselrichtern anderer Hersteller kombinieren, falls ihr schon eine PV-Anlage ohne Batterie zu Hause habt. Generell gilt, den Wechselrichter dimensioniert man je nachdem, wie viel PV-Leistung man auf dem Dach hat und die Batteriegröße wählt man danach, wie viel Leistung man im Haushalt benötigt und wie viel Energie der Haushalt in einer durchschnittlichen Winternacht braucht. Manche sagen auch der Nachtverbrauch mal zwei. Bei vielen Heimspeichern ist es so, dass sie bei einem Stromausfall nicht mehr funktionieren, selbst wenn die PV-Anlage noch Strom liefert. Manche schalten sich sogar aus, wenn das Internet ausfällt. Ja, das gibt's wirklich. EcoFlows Power Ocean setzt hier komplett ohne externe Stromversorgung verzögerungsfrei ein und ist mit dieser Funktion weit vorne auf dem Markt. In unserem Fall wird dieser Batteriespeicher bei meinen Eltern eingebaut. Die haben 8 Kilowatt PV Peak-Leistung auf dem Dach, das heißt der mittelgroße Wechselrichter ist völlig ausreichend und sie verbrauchen etwa 10 Kilowattstunden Energie am Tag, das heißt dieser 10 Kilowattstunden Speicher ist auch völlig ausreichend. Ihr könnt dann mit dem System einstellen, wie viel Restkapazität immer in der Batterie für den Fall eines Stromausfalls verbleiben sollte. Bei einem Stromausfall versorgt das Batteriepack je nach Gerätetyp einen Teil des Hausnetzes oder das gesamte Hausnetz weiter. Die EcoFlow Wechselrichter reagieren dann blitzschnell in 20 Millisekunden und leisten dann den bis zu 29,9 Kilowatt dreiphasigen Netzausfallschutz. Das Ganze könnt ihr in der EcoFlow App kontrollieren und einstellen, die ziemlich schnell, in 3 Minuten in unserem Fall, eingerichtet war und die die Kommunikation all eurer Geräte zusammenführt und darstellt. Also man muss hier nicht lange rumrecherchieren und 30 Apps runterladen, sondern die EcoFlow App verbindet PV-Anlage, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe in einer App. Das ist ein ziemlich großer Vorteil. Aber natürlich müssen die Komponenten kompatibel sein mit der App. Kommen wir zur Zelltechnik. Die Batteriemodule basieren auf Lithium-Ionen-Batteriezellen des Herstellers CATL, dem größten und etabliertesten Hersteller für Batteriezellen. Es handelt sich um, wie im Heimspeicherbereich üblich, Lithium-Eisenphosphat oder kurz einfach nur LFP-Zellen. Diese LFP-Zellen sind dafür bekannt, dass sie sich erst bei deutlich höheren Temperaturen zersetzen als andere Lithium-Ionen-Typen und sie gelten daher als sehr stabile Zellchemie. Heißt, LFP-Zellen haben eine höhere Sicherheit und Lebensdauer als andere Zellen. Diese CATL-Zellen in dem EcoFlow-System können 6000 Mal auf- und entladen werden, bis sie auf 70% ihrer Ursprungskapazität
Stabilität fallen. Das ist ein super Wert und auf den ganzen Speicher gibt es 15 Jahre Garantie. Es handelt sich um ein 800-Volt-System, wie man es zum Beispiel aus Premium-Elektrofahrzeugen kennt. Das führt zu geringeren Energieverlusten und einer besseren Performance bei gleichzeitiger Reduzierung der Kabelstärken. Sicherheit und Umwelt. Die Außenhülle des Speichers besteht aus einem stabilen Metallverbundwerkstoff. Alle Leitungen sind zweischichtig isoliert, sodass ein Stromschlag oder ähnliches ausgeschlossen sind. Außerdem hält das System 40.000 Newton Druckstand. Sollte doch mal der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ein Zellbrand droht und ein Modul sich auf etwa 170 Grad Celsius erhitzt, löst ein integrierter Brandschutzmechanismus aus, welcher einen Aerosolnebel versprüht, der die Packs erstens runterkühlt und zweitens potenziell gefährliche Reaktionsprodukte chemisch inaktiviert. Ein Überdruckventil lässt den Druck dann ab und verhindert so einen Brand. Und das lässt mein Chemikerherz wirklich höher schlagen. Das habe ich so noch nicht gesehen aus PV-Speichern. Auch wenn EcoFlow nicht die ersten sind, die das anbieten, aber das finde ich richtig, richtig interessant. Für den Alltag aber wahrscheinlich noch wichtiger. Sollte jemals ein Modul ein Anzeichen einer Fehlfunktion zeigen, werdet ihr sofort alarmiert. Das Modul wird abgeschaltet und jetzt kommt das Raffinierte, die anderen Module laufen einfach weiter. Es ist nämlich so, dass jedes Modul unabhängig voneinander läuft. Jedes Modul hat sein eigenes sogenanntes Batterie-Management-System, das die Temperatur, die Spannung und den Strom überwacht und damit die Sicherheit der Module gewährleistet und ihre Lebensdauer optimiert. Es sind gerade sogar noch ein paar spannende Updates geplant, die kann ich dann vielleicht im nächsten Video nennen, wenn sie veröffentlicht worden sind. Noch sind sie geheim laut EcoFlow. Also man merkt schon, die Mädels und Jungs von EcoFlow haben sich dabei wirklich etwas gedacht. Es gibt aber noch eine Besonderheit, die man eigentlich fast nur aus dem E-Auto-Bereich kennt. Das System besitzt eine Batteriekühlung und Heizung. Heißt, man könnte es sogar in der Garage oder vor dem Haus aufstellen. Wenn es zu kalt wird, heizt sich die Batterie einfach auf und sollte es draußen mal regnen oder schneien, ist sie IP65 geschützt. Das heißt, sie hält Strahlwasser stand. Auch versicherungstechnisch klappt das Ganze, denn die Anlage ist abschließbar und damit vor Manipulation geschützt und besitzt einen Blitzschutz. Klar, wenn man die Anlage im Haus hat, wird sie effizienter sein, weil sich Batterien immer bei höheren Temperaturen wohlfühlen, aber der Temperaturbereich von minus 20 bis 50 Grad Celsius ist schon eine Ansage und macht es zum Beispiel möglich, eine Gartenhütte selbst im Winter autark zu betreiben. Wer sich jetzt fragt, was so ein Heimspeicher eigentlich im Winter bringt, wenn der PV-Ertrag im Winter doch immer relativ niedrig ist. Man kann das System mit einer extra dafür eingerichteten Schnittstelle mit einem dynamischen Stromtarifanbieter wie Tibber verbinden und dann den Heimspeicher in Zeiten laden, in denen der Live-Strompreis an der Energiebörse günstig ist. Den günstigen Strom aus dem Speicher kann man dann nutzen, wenn die Live-Strompreise gerade teuer sind und so Stromkosten sparen. Ich glaube, wer das macht, hat das System wirklich durchgespielt. EcoFlow macht das Ganze automatisch und liefert nur für euch noch so ein Power Inside Pad im Wert von 350 Euro kostenlos dazu, mit dem ihr das ganze Haus, eure Verbräuche, Einsparungen und euren PV-Ertrag überwachen könnt. Das könnt ihr dann zum Beispiel auch magnetisch an die Wand hängen, ganz schick. Ihr bekommt das allerdings nur kostenlos von ihnen, wenn ihr sagt, dass ihr von meinem Video kommt, also erwähnt das unbedingt dazu, wenn ihr euch für das System interessiert. Und noch ein super wichtiger Punkt, Installation und Einrichtung. Ich habe mit unserem Installateur geredet, der nicht von EcoFlow kam und ihn gefragt, was er ehrlich von EcoFlow hält. Er hat mir erzählt, dass der Aufbau besonders leicht ist. Es ist ein Plug-and-Play-System, bei dem eigentlich nur ein paar Stecker eingesteckt werden müssen. Es gibt eine nummerierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die von deutschen Ingenieuren geschrieben wurde, eine Bohrschablone für die Wandhalterung, eingebaute Wasserwagen auf den Sockelleisten und man muss die Batterie nicht hochheben, dadurch, dass man den Karton einfach abziehen kann und kann sich dadurch eine extra Person bei der Montage sparen. So viel zum Installateur, also kurz gesagt, diese EcoFlow-Systeme sind einfach relativ einfach zu installieren. Eine App führt die Installateure durch alle Schritte, installiert ein Update und überprüft das System, alles automatisch in wenigen Minuten. Nach etwa 2 Stunden sollte der Einbau erledigt sein, wobei sich die Zeit natürlich erhöhen kann, wenn noch extra Leitungen gelegt werden müssen oder so. EcoFlow hat ein Netzwerk aus zertifizierten Einbaupartnern in Deutschland. Wenn ihr euch also für das System interessiert, meldet euch einfach bei EcoFlow und die suchen euch dann einen Einbaupartner in eurer Nähe raus. Der Preis des Power Ocean hängt davon ab, wie viele Module ihr haben möchtet, welchen Wechselrichter ihr benötigt und welcher Installateur es euch einbaut. Das ist aber nichts von der Stange. EcoFlow wird euch da betreuen und euch dann zu den regionalen Einbaupartnern weiterleiten, die euch ein personalisiertes Angebot zusenden. Oder wenn ihr mal eine Frage oder ein Problem habt, melden sich sofort die deutschen Einbaupartner während der Geschäftszeiten innerhalb von 30 Minuten bei euch und helfen, das Problem zu lösen. Falls ihr das macht, sagt unbedingt, dass ihr von mir kommt, dann erhaltet ihr nämlich das Power Inside
Tablet im Wert von 350 Euro kostenlos dazu. Also, wenn ihr euch bei EcoFlow informieren und euren PV-Strom geldsparend speichern wollt, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. In ein paar Wochen werde ich analysieren, welche Einsparungen der Speicher für uns gebracht hat. Schaut dann gerne wieder vorbei und damit macht's gut und bis bald, euer Tom.